Ist Donald Trump eine Bedrohung für den Weltfrieden, wenn er wiedergewählt wird? Fragte die Talkshow-Moderatorin Sandra Maischenberger den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg am 14. November. Viele in Deutschland fürchten die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump. Aber nur wenige verstehen die US-Politik so gut wie Guttenberg, der immer wieder vor dem Wiederauftauchen des blonden Bully warnt. Nach seinem Rücktritt aus der Politik im Jahr 2011 zog Guttenberg in die USA, wo er eine neue Karriere als Wirtschaftsberater begann. Während seiner Jahre im Ausland knüpfte er viele Verbindungen, unter anderem zu Peter Thiel, einer Schlüsselfigur aus dem Silicon Valley, die Trump den Weg zur Macht erebnete. Zurück in Deutschland werden Guttenbergs Einblicke in die US-Politik sehr geschätzt. Im Gespräch mit Maischenberger warnte Guttenberg, dass die geschwächte Position Amerikas in der Welt zu eskalierenden Krisen auf der ganzen Welt führen wird. Hier ist, was er sagte. Ich habe Angst vor den Verbindungen dieser Konflikte und keiner von denen lässt sich isoliert betrachten. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass der Nahostkrieg oder Nahostkonflikt sich nicht alleine auf Gaza und Israel beschränkt. Es wird aus dem Libanon heraus gezündelt. Man hört, dass aus dem Jemen heraus mittlerweile Raketen bereits fliegen. Das sind nur zwei Beispiele. Iran hat seine Pfoten überall drin. Aber Sie müssen das Sorgenpaket ein Stück weiter schnüren. Wir haben zwei Konflikte Ukraine oder zwei Kriege Ukraine und Gaza. Beide tragen dazu bei, dass die Amerikaner momentan doppelt abgelenkt sind. In einer doppelten Ablenkung, zu der eine dritte kommt, nämlich dass wir jetzt innenpolitisch in den USA bereits uns im Wahlkampf befinden, ist das natürlich etwas, was in die Hände jener spielt, die gerne sowohl die USA als auch den Westen geschwächt sehen würden. Also kann das plötzlich eine, wie man in Bayern sagt, Dagmar Wiesen sein für einen nächsten Schritt beispielsweise Chinas in Bereichen, die wir nicht so gerne sehen wollen. Trotz der prekären Lage glaubt er, dass eine Rückkehr Donald Trumps die Lage noch schlimmer machen würde. Aus heutiger Sicht glaube ich, dass seine Chancen alles andere als gering sind. Und macht mir das Freude? Nein. Und ich glaube, dass vor dem Hintergrund, dass dieser blonde Bully erneut die Zügel in der Hand halten könnte, wir nicht früh genug uns auf diese Szenarien einstellen sollten. Und ich glaube, das geschieht zu wenig. Es geschieht auch zu wenig aus hiesiger Sicht oder aus deutscher Sicht, sich mit den Republikanern jetzt bereits wieder zu befassen und es nicht erst zu tun, wenn man schockstarr dasteht und sagt, der Kerl hat schon wieder gewonnen. Für den Weltfrieden ist es deswegen nicht ungefährlich, weil er einer sein wird, der möglicherweise sofort den Deal mit Moskau versucht hinzubekommen und sagen, ich habe Frieden in der Ukraine geschaffen und am Zweifel dann deren Interessen mit den Füßen getreten. 24 Stunden angeblich braucht er dafür, hat er schon gesagt. Ja, er ist ja, sagen wir mal, in der... Er kann Selbstbewusstsein fehlerfrei buchstabieren, das stimmt. Also wäre für uns auch kein Vergnügen, weil er ist kein Freund des transatlantischen Bündnisses, er ist kein Freund der Deutschen, das haben wir schon gesehen. Und die Chancen sind deswegen relativ hoch, weil viele Amerikaner zwar die Faust geballt in der Tasche haben, auch Republikaner, und sagen, das ist wahrscheinlich der größte Drecksack, den wir je in der amerikanischen Politik hatten. Aber er hat eines gemacht, he delivered, er hat geliefert. Und er hat einer der wenigen, die seine kruden und verrückten Versprechen aber tatsächlich auch in großen Teilen umgesetzt hat, ob einem das passt oder nicht. Ja. Einen vorübergehenden Frieden in der Ukraine als Bedrohung des Weltfriedens zu bezeichnen, scheint paradox. Aber seine Warnung hat ihre Berechtigung. Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt langfristig das Ziel, das sowjetische Imperium wieder auferstehen zu lassen. Eine Pause im Ukraine-Krieg könnte ihm helfen, seine militärische Stärke wiederzuerlangen. Aber die Kritik an Trump ist auch heuchlerisch. Deutschland ist die Nation, die ein Abkommen mit Moskau geschlossen hat, das zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Und wie der Chefredakteur der Posaune Gerard Fluri in Deutschlands geheimer Deal mit Russland aufgedeckt erklärt, hat Deutschland ein weiteres Abkommen mit Russland geschlossen, das zum aktuellen Ukraine-Krieg geführt hat. Aber Guttenbergs größte Sorge scheint ein Comeback von Donald Trump zu sein. Das ist eine der vielen Warnungen, die Guttenberg über Trump ausgesprochen hat, seit er 2016 für die Präsidentschaft kandidierte. Nach Trumps Wahlsieg sagte Guttenberg zu Bild, dass dieses Ergebnis die Welt erschüttern wird. Bei mehreren Gelegenheiten hat Guttenberg Europa dazu aufgerufen, sich wegen Trump von den USA unabhängig zu machen. Im Jahr 2019 sagte er gegenüber JR2Media, lassen Sie uns endlich die Dinge in Angriff nehmen,
die wir schon seit Jahrzehnten selbst hätten erledigen sollen. Lassen Sie uns eine europäische Struktur für unsere Streitkräfte schaffen und lassen Sie uns Ideen entwickeln, die wir ohne die USA mit unserer Nachbarschaft umgehen können. Herr Flury griff Gutenbergs scharfe Kritik an Donald Trump im Jahr 2017 auf und schrieb: Und das Erstaunliche ist, dass Gutenberg auf den amerikanischen Präsidenten Donald Trump losging, auf eine Art und Weise, wie es ein Staatsoberhaupt der Welt nie mit einem anderen Staatsoberhaupt tut. Er nannte ihn den gewaltigen Wahnsinnigen im Weißen Haus. Mit mehreren öffentlichen Auftritten in letzter Zeit hat er den amerikanischen Präsidenten heftig kritisiert und verurteilt. Er spricht über einen Mann, der über 60 Millionen Stimmen erhalten hat. Kritisiert er nur einen Mann? Ich glaube, was er sagt, sagt viel über seine Einstellung zu Amerika aus. Wenn ich Herrn Gutenberg zuhöre und die Art und Weise, wie die Leute auf ihn reagieren, muss ich sagen, dass es so aussieht, als ob die Beziehung zwischen den USA und Deutschland bereits tot ist. Zitat Ende. Es gibt eine politische Klasse in Deutschland, die sich nach einem von Amerika unabhängigen europäischen Superstaat sehnt, wie ihn Franz Josef Strauß beschrieben hat. Der verstorbene Herbert W. Armstrong beobachtete Strauß genau im Hinblick auf wichtige biblische Prophezeiungen, die von einem aufsteigenden, starken Mann sprechen, der diese Supermacht anführen wird. Strauß ist inzwischen verstorben, aber er gilt als der Vater der christlich-sozialen Union. Gutenberg stammt aus derselben politischen Familie. Herr Flury schreibt weiter: Die Prophezeiung sagt uns im Detail, was dieser starke Mann tun wird. Sie sagt auch, dass er sich den Schaden, den er in Amerika anrichten wird, nicht einmal vorstellen kann, aber an einem bestimmten Punkt wird er seine Meinung ändern. Wir warten auf diesen Sinneswandel. Vielleicht findet er in gewissem Maße bereits statt. Herr Flury spielt auf eine Prophezeiung in Habakkuk 1,11 an. Die Parallelen zu den Prophezeiungen in Jesaja 10, Daniel 8 und Offenbarung 17 aufweist, die alle vor dem Aufstieg dieses prophezeiten starken Mannes warnen. Wenn Sie diese Prophezeiungen studieren, werden Sie sehen, dass Deutschland das biblische Assyrien sich von Amerika, dem biblischen Israel, lösen wird. Daher sollte der zunehmende deutsche Hass auf Donald Trump nicht übersehen werden. Um das zu verstehen, lesen Sie Herrn Flurys Artikel »Ein Wendepunkt in der deutschen Politik«. Diesen Artikel finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de. Fragen, Kommentare können Sie gerne an info@dieposaune.de schreiben. Unsere deutsche Abteilung und unserem englischen Regionalbüro erreichen Sie unter 0044 178 9581 912. Mein Name ist José Michels. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.